Hallo und moin. Schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Heute möchte ich euch mein erstes großes Projekt für dieses Jahr vorstellen. Und zwar diesmal mit Hypertufa. Ich wollte euch zeigen, dass man damit nicht nur Blumentöpfe machen kann, sondern auch ganz toll modellieren. Und zwar habe ich mir hier so eine neue Gartenleuchte gemacht in Baumstammoptik, in groß. Ich finde, das passt bei mir ganz gut hin. Ich zeige euch das mal. Da steht nämlich neben dem alten Waschbottich. Dann geht man hier so rum. Dann kommt man zu Elisa. Und hier vorne ist noch mein altes Steinbeet hinterm Gewächshaus. Und ich zeige euch den Stamm nochmal vom Nahen. Und zwar sieht das wirklich aus wie Baumrinde. Ich habe jetzt einfach Hypertufa genommen, weil ich keine Lust hatte, das anzumalen. Da wird zwar noch ein bisschen heller, so wie hier oben. Das ist jetzt schon die Endfarbe, weil das hier oben ist das nicht ganz so dick. Das ist schneller trocken geworden. Und wie ich das Ganze jetzt gemacht habe, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. So, für meine Gartenleuchte benutze ich jetzt so ein Plastikrohr. Ihr könnt aber genauso gut auch ein Papprohr nehmen, das was ihr da habt. Dann braucht ihr Draht. Dann habe ich hier so ein Bindedraht, wo man auch Kränze und Blumen so mitbinden kann. Dann braucht ihr so eine Schere, wo ihr einen Draht mitschneiden könnt. Und ich arbeite hier jetzt noch so eine alte Gartenkugel mit ein, so eine Leuchtkugel. Ihr seht, die ist schon ziemlich vergilbt und die geht nicht mehr. Da habe ich mir jetzt ein Loch reingebohrt und nochmal den Stab, der normalerweise unten ist, da oben reingesteckt, weil ich das mit einarbeiten möchte. So, und jetzt ist das natürlich schwierig mit dem Film. Deswegen muss ich das erstmal zusammenstecken und dann erkläre ich euch das genau, wie ich das weitermache. So, als erstes habe ich mir drei so eine Stücke Draht jetzt abgeschnitten. Die rolle ich einfach zusammen. Ein bisschen, das ist egal wie. Weil das wären jetzt meine Wurzeln. Und ihr seht, das hält auch so, das braucht nicht schön zu sein. Nachher knickt man das noch immer so zurecht, wie man das haben möchte. Also ich brauche für meinen jetzt drei Stück. Vielleicht wollt ihr ja auch vier oder fünf machen, aber mir reichen jetzt erstmal drei. So, ich habe meiner hier beim Stamm die Plastikröhre noch einen Betonfuß verpasst, damit es einfach jetzt ein bisschen mehr Stand hat beim Arbeiten. Und wenn ihr eine Pappröhre nehmt, dann macht ihr einfach da so einen kleinen Eimer mit Sand und stellt das dann da rein. Das ist nur, dass es ein bisschen mehr Halt hat, dass es nicht hin und her wackelt. So, ich habe meine drei Drahtröhren, habe ich jetzt an dem Plastikrohr befestigt. Ich habe eine Seite einfach platt gedrückt und dann mit dem Bindedraht einfach um das Rohr rumgewickelt, so dass die zusammen sind. Und dann kann man das auch schon hier, wenn man das möchte, den Draht einfach so biegen. So wie das eben sein soll nachher mit den Baumwurzeln. Aber das kann man hinterher immer noch ein bisschen korrigieren. So, ich hatte mir überlegt, dass mein Baumstamm auch noch einen Ast bekommen soll. Ich habe mir hier einfach ein Loch gebohrt. Mit einer Pappe, mit einem Papprohr geht das natürlich einfacher. Ich musste hier richtig bohren. Und dann habe ich noch diese ganzen Stäbe von den Solarleuchten über. Und dann stecke ich das einfach rein und das benutze ich dann so als Ast, damit mir das nachher nicht zu schwer wird, wenn ich das mit dem Hypertufa ummantel. Und ich fixiere das Ganze einfach jetzt nochmal mit Panzertape. So, ich wollte ja meine Kugel da noch mit einarbeiten. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Den werde ich jetzt einfach hier so oben drauf setzen und dann einfach auch mit Panzertape fixieren. Ich habe mir jetzt alles so handliche Drahtstücke zugeschnitten. Und da werde ich jetzt meinen ganzen Baum mit ummanteln. Ich lege das einfach so dran und dann habe ich hier einfach meinen Blumenbindedraht und drehe das einfach damit so einmal so rum, so dass das Draht
einfach fest ist. Das muss nicht schön sein, Hauptsache ist, da ist was dran. Und dann mache ich das einfach so Stückchen für Stückchen und arbeite mich vor, bis mein ganzer Baumstamm richtig mit Draht befestigt ist, beziehungsweise ummantelt ist. So, das meiste habe ich jetzt schon geschafft mit meinem Draht. Ich habe das gut umwickelt. Wo es ging, habe ich das Draht mit eingewoben und festgezogen, so dass der Draht richtig fest sitzt und nicht hin und her rutscht. So, für meine Kugel brauche ich einfach nur so eine Drahtschlange. Ich hoffe, man kann es so sehen. Da habe ich mir einfach so Stücke geschnitten und die knicke ich mir dann einfach so zurecht. Einmal so und dann einfach so. Ich zeige euch das mal so und dann habe ich so eine Schlaufe, die ich dann gleich um die Kugel legen kann. So, die Unterkonstruktion für meine Baumleuchte ist fertig. Ich habe den Draht um die Kugel gewickelt, die Drahtrollen. Hier oben habe ich einmal freigelassen, da kann nachher das Solarlicht rein. Und das hat jetzt eine Größe von 1,20 Meter. Da kann man sich das so ungefähr vorstellen. Und als nächstes machen wir die erste Schicht Hypertufa da drauf. So, ich habe meinen Hypertufa angemischt. Welches Rezept ihr nehmt, ist egal. Ich habe mir das jetzt mit Torf und Sand genommen, weil ich wollte mal etwas ein bisschen mehr Gewicht haben, weil das sollte auch nicht gleich umfallen. Und dann fangt ihr einfach an. Ich zeige euch nochmal die Konsistenz hier. Richtig schön breiig. Und dann kommt die erste Lage jetzt erstmal so grob drauf, dass ihr schon mal so eine Form habt. So, ich zeige euch das noch einmal von innen, wie das aussieht. Ich nehme euch hier und drumherum runter. Ihr seht, das ist ja also jetzt richtig in den Draht reingegangen. So, und jetzt fange ich erstmal unten mit den Baumwurzeln an und dann arbeite ich mich weiter hoch. Ich nehme das immer so von zwei Seiten und dann drücke ich das, ich hoffe, man kann das so sehen, richtig schön rein. So, die Baumwurzeln habe ich jetzt fertig. Die habe ich jetzt ja nun ganz dick eingepappt mit dem Hypertufa. Und auch von innen alles reingedrückt, weil das muss ja ein bisschen schwer sein, damit der Stand hat und nicht gleich beim Windzug umkippt. Deswegen habe ich das unten richtig dick angepackt. Ich zeige euch nochmal die Seite. Und jetzt mache ich den Stamm weiter hoch. Und dann, weil da kommt ja nachher noch eine Schicht drauf, jetzt die erste Schicht, mache ich so ungefähr 1,5 Zentimeter dick. Dass das Draht, dass der Draht ein bisschen bedeckt ist. So, ich hoffe, ihr könnt das so sehen. So dick habe ich das ungefähr jetzt hier um den Stamm gemacht. So, ich habe jetzt die erste Schicht fertig. Mein Baum ist ummantelt. Man kann schon ahnen, was das wird. Die Kugel ist auch gut eingearbeitet. Ich lasse das jetzt einen Tag stehen. So ein bisschen antrocknen, dass sich das so ein bisschen setzt. Und morgen geht es weiter mit der Feinarbeit. So, ich glaube, das kann man jetzt schon sehen. Der Stamm ist schon etwas angetrocknet. Und dann habe ich hier unten schon mal angefangen, jetzt die zweite Schicht mit Hypertufa aufzubringen. Und dann kann man auch den Unterschied schon sehen. Die eine Baumwurzel habe ich schon fertig und diese eben noch nicht. Und jetzt werde ich erstmal die Baumwurzeln alle fertig machen. So, dazu brauchen wir eigentlich nur, ich habe hier so eine Sprühflasche wieder. Ich mache mir das einfach ein bisschen nass, so ein bisschen. Und dann nehme ich einfach wieder mein Hypertufa und drücke das einfach so drauf. Und wenn man das jetzt noch so ein bisschen nass macht, dann kann man das auch noch schön glatt verstreichen. Und so mache ich erstmal meine ganzen
Baumwurzeln fertig. So, die Rinde mache ich einfach ganz einfach. Zeige ich die Ups. So, ich nehme einfach immer so ein bisschen und drücke das dann da so dran, dass das dann schön gleichmäßig ist. Einfach so platt drücken. Ich mache jetzt erstmal so ein kleines Stückchen hier und dann so ein bisschen glatt streichen. So, und für die Rinde, also für die Musterung, nehme ich einfach so ein Stückchen Holz und drücke die dann rein. Ich habe so verschiedene Stücke, dass das nicht alles gleich aussieht. Und dann kann man sich so ein Rinnenmuster dann eindrücken. So, und jetzt muss ich erstmal den ganzen Stamm fertig arbeiten. So, ich habe meinen Baumstamm jetzt fertig. Und ich habe das jetzt wirklich nur mit dem Holzstückchen gemacht, mit der Rinde und dann immer reingedrückt. Ich denke, das geht ganz gut. Man kann das natürlich dann auch reinritzen oder einfach so hier reinkneten. Aber dies gefiel mir eigentlich ganz gut. Ich habe hier noch so ein totes Astloch mit eingearbeitet. Das könnt ihr natürlich auch machen oder, das einfach, oder einfach nur als glatten Stamm. Das geht natürlich auch. So, jetzt lasse ich es wieder trocknen und als nächstes kommt das Mosaik dran. Ich habe jetzt den kleinen Draht hier abgeschnitten, weil die Kugel hält ja gut fest. Das hat sich gut verbunden hier. Ich habe mir hier oben schon meinen Fliesenkleber drauf gemacht. Dann kann ich mein Mosaik setzen. Das habe ich hier schon auf dieser Seite schon fertig. Und dann muss das natürlich wieder trocknen und dann brauche ich das nur noch verfugen. So, mein Mosaik ist fertig. Ich habe das verfugt. Ich zeige euch das nochmal von unten. Der ist jetzt soweit trocken, dass er an seinen Bestimmungsort kann. Ich habe ihn einfach auf so eine Möbelrolle raufgetan, dass ich das besser transportieren kann. Noch eins, wenn ihr das Ganze mit einer stabilen Papprolle macht, solltet ihr die Rolle einfach mit Folie umwickeln, damit das Hypotufer nicht zu schnell austrocknet und die Feuchtigkeit in die Pappe reingeht, dass das ein bisschen geschützt ist. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt, wie immer, viel Spaß beim Nachbasteln.